Und schon wieder zurück bei DSA Schatten de Bariva. Und wir wissen, wir müssen nach nördlich des Marktplatzes. Das Problem ist, in der Nacht werden wir da nicht weit kommen. Das heißt, wir werden jetzt einfach einmal hier ganz kurz ein Zimmer mieten. Natürlich immer eine Suite. Ist das vielleicht auffällig, dass unsere Charaktere immer die teuersten Gaststätten und Suiten bewohnen? Ich weiß es ja nicht. 1 Uhr haben wir aktuell, das heißt, wir können... Das ist so eine typische Schlafensgehzeit für mich. Das ist ja großartig. Das heißt, wir können 8 Stunden schlafen, sind um 9 Uhr wach. Das ist ja perfekt. Zack. 9 Uhr. Und jetzt müssten wir eigentlich auch in das Haus da oben reinkommen. Nördlich des Marktplatzes, haben sie gesagt. Und das ist gut, denn der Marktplatz ist ja wie immer... Also, was heißt wie immer? Auf dem Marktplatz passieren ganz gerne mal Dinge. Und jetzt aktuell, wenn wir hingehen würden, würden da auch Dinge passieren. Glücklicherweise, das habe ich schon ein bisschen ausgetestet, passieren diese Dinge auch wirklich nur, wenn wir genau diese Mitte des Marktplatzes betreten. Das heißt, ich glaube, hier im Norden des Marktplatzes müssten wir eigentlich relativ sicher sein. Also diese Gebäude hier. Ich bin beschäftigt, brauche keine Hilfe. Das ist immer, ja, gut. Elimar Harder, nein, er war es nicht. Mr. Schnauzbart, sieht ein bisschen aus wie Tom Selleck. Bernard Lonnert, nee, die ist es auch nicht. Irgendeiner hier muss es aber sein. Ah, Andros streckt Morwert seine Geistergeschichte vor und verschweigt nicht, dass ihr noch ein wenig an der Echtheit des Gespenstes zweifelt. Es klingt, als versuche jemand auf diese Art das Buch und die Koboldhände zu bekommen, schließt Andros seinen Vortrag ab. Ich könnte nicht behaupten, dass ich vom Pech verfolgt werde, erklärt Morwert schließlich. Und auch Charinje ist nichts Ungewöhnliches widerfahren, zumindest ist mir nichts derartiges bekannt. Er überlegt einen Moment. Wartet hier, Charinje wohnt nicht weit von hier, ich hole sie, dann können wir gemeinsam beraten, was zu tun ist. Es dauert nicht lange, bis Morwert mit Charinje zurückkehrt. Nach längerer Beratung einigt ihr euch darauf, dass ihr die Koboldhände an euch nehmt und die gefesselte Seele nach weiteren Anweisungen fragt. Irgendwoher müsst ihr schließlich das Dämonenbuch bekommen, dann wird sich auch alles weitere ergeben. Wir haben die Koboldhände. Das ist gut. Ja, lecker. Die präparierten Hände eines Kobolds gelten in weiten Teilen des Landes als Glücksbringer. Ja, ich habe auch irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass hier jemand versucht hat, ranzukommen. Ach ja, dieser Wachturm. Das heißt, wir werden jetzt nochmal zum Wachturm runtergehen. Ich denke mal, bei Tageslicht werden wir da eher kein Glück haben. Also wir werden nochmal die Taverne aufsuchen müssen. Wo war der Mutter? Hier war der Wachturm. Huch! Androsch erhält plötzlich einen kräftigen Schlag in die Seite und fühlt schweres Gewicht auf seiner Schulter lassen. Oh, kannst du nicht aufpassen? Ja. Okay. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Nee, hier können wir gerade aktuell nichts machen. Das bedeutet, wir werden eine Taverne suchen. Mal wieder. Und werden da nochmal bis zur Nacht schlafen. Und dann einfach nochmal zurückkehren und gucken, was er uns dann sagt. So, hier. Sind schon wieder da. Können wir noch ein bisschen schlafen? Wir haben jetzt aktuell 10 Uhr. Das heißt, wir brauchen mindestens 12 Stunden. Das wäre dann 22 Uhr, 23. Machen wir mal 23 Uhr. Scheint mir eine gute Zeit zu sein. Kurz vor der Geisterstunde. Ja, das... die Geisterstunde, die nicht wirklich so gruselig ist, weil irgendwie keiner von unseren Leuten sich vor einem Geist gruselt, sondern alle eher skeptisch sind. Aber gut, bei allem, was die schon gesehen haben, ist das für mich auch kein Wunder. Diesmal dauert es ziemlich lange, bis die gefesselte Seele wieder erscheint. Ihr habt die Hände, stellt die Erscheinung fest. Bringt sie zur Zyla Horga am Südtor und erklärt ihr die Zusammenhänge. Sie hat das Buch. Schon ist die Erscheinung wieder verschwunden. Das ging heute aber schnell, staunt Androsch. Das ging heute aber wirklich schnell. Das hätte er uns auch einfach direkt sagen können. Wenn ihr die Hände habt, geht einfach zu der Dame am Südtor. Statt dass wir dafür extra nochmal hier hinlaufen müssen. Jetzt müssen wir schon wieder in die Herberge. Das einzig Gute dabei ist, dass in der Zwischenzeit Konrads Astralenergie... Ach, nur 2 Stunden. Dass in der Zwischenzeit Konrads Astralenergie mal lustig vor sich hin regenerieren kann. Wie viel Uhr haben wir denn? 0 Uhr wieder. Das heißt, 10 Stunden sollten völlig ausreichend sein. 10 Uhr morgens ist auch so ein guter Zeitpunkt, um ins Abenteuer zu starten. Südtor ist, glaube ich, hier hinten. Oh, erinnert mich bitte daran, dass ich beim Raya-Tempel noch ganz heftig spenden muss. So. Geheimtür benutzen. Ah, nee, das war was anderes.
Hier. Susa. Oh, oh. Die sehen aber ein bisschen garstig aus, um ehrlich zu sein. Was haben wir hier? Huf. Achso, das war die Hufschmiedin. Die sieht erstaunlicherweise sehr herzig aus. Das gefällt mir gut. Haben wir hier noch zwei Häuser? Ich glaube auch eins von den Häusern. Eliana von Arivor. Habe ich mit der schon mal geredet? Eine junge Frau öffnet die Tür und starrt euch überrascht an. Wen immer sie erwartet haben mag, ihr seid es nicht. Ja, bitte? Boss Bajanuk? Was wisst ihr über Boss Bajanuk? Er zahlt recht gut für eine Nacht. Naja, bei eurem Aussehen wohl nicht. Was? Was? Das ist das Liebchen von Boss Bajanuk? Nein, sehe ich so aus, als hätte ich Umgang mit Rattenfängern. Habe ich mir auch nicht gedacht. Glaubt ihr auch, dass die Orks und die Hohlberger unter einer Decke stecken? Völlig unvorstellbar. Schwierig genug, ihnen eine Sprache beizubringen, aber auch noch Pläne schmieden? Gar nicht mal so rassistisch. Gibt's in Riva irgendwas Interessantes? Na klar, das Bordell findet ihr ganz im Südwesten der Stadt. Aber wenn sie doch eine Dame... Androsch verdreht gequält die Augen. Es scheint der Frau Spaß zu machen, euch die unmöglichsten Antworten zu geben. Tja, wir müssen weiter. Habt Dank für eure Bemühungen. Wenn sie doch auch jemand ist, die, naja, sagen wir mal, gerne Freude bringt, warum schickt sie uns dann ins Bordell? Ah, Zyla Horger staunt nicht schlecht, als Androsch die Gespenstergeschichte vorträgt. Als Androsch seine Bedenken äußert, platzt es aus ihr heraus. Es gibt nur einen, der weiß, dass ich an den Händen interessiert bin und das Buch habe. Darian Zandor, der Magier, mit dem ich früher einmal befreundet war. Wie von der Tarantel gestochen, stürmt die Frau an euch vorbei. Androsch reagiert zu spät und kann die Erboste nicht mehr aufhalten. Eilig schließt Androsch die Tür und folgt Zyla, die gerade noch am anderen Ende der Straße zu erkennen ist. Oh nein! Jetzt gibt's wieder eine Verfolgungs... Oh, oh Gott sei Dank. Ich dachte, der würde wieder so langsam durch Riva durchschleichen. Über die Brücke. Ja, ja, okay. Und dann? Dann hier rüber. Ja, Richtung Bordell ist schon die richtige Spur. Ach, schade. Ihr erreicht Zyla gerade, als die Tür geöffnet wird. Im Türrahmen steht ein Mann, der erst freundlich lächelt, dann jedoch erschrocken die Augen aufreißt, als er euch hinter Zyla stehen sieht. Ihr wartet geduldig, bis Zyla mit dem Magier fertig ist. Dann knöpft ihr euch den Mann vor. Ich gestehe ja alles, erklärt Darian zerknirscht. Als ich euch bei dem Turm auf Gespensterjagd sah, konnte ich einfach nicht widerstehen zu erscheinen. Nur ein Scherz. Doch dann kam mir die Idee, dass ihr mir möglicherweise das Buch verschaffen könntet. Was ist denn das eigentlich für ein Buch? Fragt Androsch neugierig. Der vierte Band der Enzyklopädie Magica. In Punin überall für 25 Dukaten zu haben, doch Punin ist weit. Ich habe Zyla schon 100 Dukaten dafür geboten, doch sie will es mir einfach nicht verkaufen. Da sollte doch etwas zu machen sein. Es dauert zwar einige Stunden, doch dann habt ihr endlich zwischen sämtlichen Parteien vermittelt. Zyla kauft Movert und Charinje die Koboldhände ab, von denen Darian hinter vorgehaltener Hand behauptet, sie würden von einem Zwergäffchen stammen. Und der Magier bekommt das Buch zu einem angemessenen Preis. Als Dank für eure Mühe erhaltet ihr einige Heiltränke aus Darians Vorräten und ein paar Dukaten. Tja, das war auch schon die Szene mit dem... Das ging jetzt schneller als gedacht. Wir haben, oh, 3 starke Heiltränke bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Dukaten, aber ich denke mal, es werden ein paar gewesen sein. Wie lange brauchst du denn noch bis zur nächsten Stufe? Oh, das ist ja gar nicht mehr so viel. Naja, es werden ein paar Dukaten gewesen sein. Moment. Meine Güte, was ist denn los? Die Heiltränke kann man natürlich theoretisch auch einfach verkaufen. Weil ich glaube, jeder von denen hat schon starke Heiltränke. Jetzt nicht. Ach, er könnte vielleicht auch mal einen nehmen. Weil starke Heiltränke heilen schon richtig gut. 30 Punkte normalerweise. Kriegt sie auch nochmal einen. Dann haben wir die ordentlich verteilt. Nein! Nein! Ich hab... Oh Mann. Okay. Gegenstand wegwerfen. Ich wollte ihn noch verkaufen. Aber ganz ehrlich, für das bisschen Geld, das wir da kriegen, ist es auch nicht mehr wirklich... Das ist es nicht wert. Neuen Spielstand generieren. Riva S6. Ich weiß gar nicht, warum ich angefangen habe mit dem S6. Oder mit dem S. Ich glaube, ich habe mich vertippt. Und dann ist es so geblieben. Ist aber auch gar nicht so schlimm, weil wir machen ja ohnehin 1000 neue Spielstände. So, wir haben das Geheimnis um den alten Wachturm gelöst. Jetzt habe ich aber in den Kommentaren gelesen, dass uns noch was fehlt. Und deswegen machen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg
nochmal ganz kurz zurück in die Zwergenbinge. Denn, ich glaube, da war auf der zweiten Ebene, war das doch. Da war noch eine Grube, die wir nicht entdeckt oder erkundet haben. Ja, ich habe das irgendwie dunkel in Erinnerung. Und wurde jetzt auch nochmal ganz offen darauf hingewiesen. Vielen Dank nochmal dafür. Das wäre mir sonst wieder abhanden gegangen. Genauso übrigens wie der Wachturm. Auch da ist es immer so ein bisschen mit meiner Erinnerung nicht so weit her. Hoffentlich kommen jetzt hier wieder keine Tor... Nein! Wir haben keinen Schnaps dabei, Mensch. Oh, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich gegen diese Torwala kämpfen muss. Es ist doch nicht mehr zum Aushalten. Wie oft kommen die denn? Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ich die nicht töte, sondern sie einfach nur vermöble. Und dass sie deswegen dann auch wieder erscheinen. Das wäre die einzige sinnvolle Erklärung. Ansonsten habe ich jetzt hier bald das halbe Torwal ausgelöscht. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, leider. So, jetzt haben wir eigentlich eine erstaunlich gute Kampfposition eingenommen. Vor allen Dingen, weil hier sowieso kein Platz für mehr ist, ne? Also es können nur diese drei hier stehen. Ja, und sie kann jetzt eigentlich hier rumstehen und warten. Das ist großartig. Weil die anderen werden jetzt, das wird so laufen wie im letzten Kampf, den ich übrigens nicht gezeigt hatte. Da war ich ja nur auf dem Weg in Richtung Akademie, um ein paar Sachen identifizieren zu lassen. Das wird so laufen wie im letzten Kampf. Die werden jetzt nach und nach nachrücken, sobald hier einer von denen tot ist. Und die Formation wird sich erstmal nicht auflösen. Und die haben auch noch so sau viele Lebenspunkte. Och, Mensch. Naja, nicht aufregen. Wir gehen zur Zwergenbinge, wir werden auch da den Rest erkunden. Das werden wir alles noch hinbekommen. Und dann, was fehlt uns denn dann eigentlich noch? Wir haben, stimmt, ich erinnere mich. Es fehlt uns noch eine Vampirgeschichte. Die gehört ja eigentlich zu jedem guten Rollenspiel dazu. Die kommen natürlich auch hier vor. Wir haben ja schon Andeutungen in die Richtung mitbekommen. Deswegen haben wir ja auch die Praios-Amulette bei uns immer im Rucksack dabei. Ja, eine Vampirgeschichte fehlt noch und dann geht's eigentlich auch schon relativ steil in Richtung Finale. Was kurios ist irgendwie, kommt mir Schatten über Reva ein bisschen kürzer vor als Sternenschweif. Das kann jetzt auch nur ganz subjektiv sein, aber so vom Gefühl her schon. Ich werde die Formation jetzt nicht auf, obwohl ich hätte sie aufdröseln können. Egal. Nein, ist nicht so schlimm. Übrigens, ich habe schon gestern Abend, ich muss es beichten, es wird ja nach Schatten über Riva durchaus auch weitergehen. Ne? Also so ist es ja nicht, sondern wir werden ja, warte, nee, ich lasse sie hier stehen, damit der einen Schritt vor muss. Dann kann er nämlich von Androsch und von Brüder angegriffen werden. Das wäre mir lieber. So, ich habe schon gestern Abend Drakensang 2, Filiassons Geheimnis war es, glaube ich. Ja, also Drakensang 2 inklusive Add-on Filiassons Blub. Habe ich gestern Abend schon mal installiert und natürlich auch schon vorbereitet. Denn die Steam-Version von dem Spiel, die ist ausschließlich Englisch. Aber das Gute ist, in den Steam-Foren findet man da auch schon relativ zügig einen Hinweis darauf, wie man das ganze Spiel auf Deutsch umstellen kann. Also es wird quasi ein Deutsch-Patch durchgeführt, der dann die Spieldatei nimmt, weil das Spiel wurde ja lokalisiert auf Deutsch. Also es ist ja im Grunde ein deutsches Spiel. Warum es auf Steam nur auf Englisch ist, ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Aber gut, das habe ich jetzt alles schon gelöst. Das heißt Sprachausgabe, Text, Videos und so weiter und so fort, alles auf Deutsch. Und ich habe mal ganz kurz in das Spiel reingeschaut, also nur irgendwie 10 Minuten oder so. Und ich freue mich so unfassbar darauf. Ich freue mich so unfassbar darauf. Vor allen Dingen, weil ich Drakensang 2, glaube ich, nie gespielt habe. Ich glaube, Drakensang 2? Nee, ich habe Drakensang 1 gespielt. Drakensang 2, da war ich dann schon raus. Da war ich irgendwie, das habe ich nie mehr mitbekommen. Also da war ich, glaube ich, eine ganze Zeit lang grundsätzlich raus aus allen neueren Computerspielen. Das hat sich erst später wieder ergeben, dass ich wieder zurück zum Zocken gefunden habe. Entermesser könnte ich jetzt mitnehmen. Die haben genug Schlaps. Ordentlichen Schlaps. Nee, aber das können sie von mir aus alles behalten. Ja, die werden sowieso wiederkommen. Aber dann könnte ich ihnen wenigstens sagen, dass wenn sie Schnaps suchen, sie doch einfach ihre toten Kameraden am Boden durchsuchen sollen. Dann werden sie genug Schnaps finden. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Orks, die uns hier auflauern. Dann haben wir alles gesehen. Keine Orks. Ich bin ein bisschen verwundert. So.
Zwergenbinge, zweite Etage war das. Ne, das war zweite Etage. Hier ist die Zwergenbinge. So, ja, ich möchte gerne bitte hier rein. Und dann möchte ich gerne, wo geht's denn hier nochmal runter? Hier hinten ging es runter, ne? Genau. Direkt neben dem Eingang. Da müssen wir uns wieder durch das Loch quetschen. Das wird ein Spaß. Das ist aber wirklich gut gemacht für die Zeit damals. Muss man mal neidlos zugestehen, dass das gar nicht mal so übel ist. Sie haben wirklich dann da unten auch in der Wand quasi modelliert, damit man sehen kann, wo man da durchkommt, und haben dann auch den Weg dafür richtig einprogrammiert. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, wir gucken wieder nach unten. Androsch hat ja die Angewohnheit, immer nach oben zu gucken. Das liegt daran, dass er so klein ist. Wir möchten gerne in die zweite Ebene. So, und jetzt hier muss doch noch was gewesen sein. Ach ja, hier geradeaus. Oh, ich bin ja doof. Ich bin ja ein Volltrottel. Hier. Vor euch führt eine Rutsche nach unten. Im Dunkel könnt ihr nicht erkennen, wo sie endet. Hinunterrutschen? Warte mal. Wir speichern vorher vielleicht mal ab. Z-Binge. 1. Es ist, meine Speicherungen werden nach und nach immer mehr zu Kombinationen aus Wüsten, Buchstaben und Zahlen. Versuchen langsam hinabzusteigen. Eine Fackel oder ähnliches hinabwerfen haben wir nicht. Wir versuchen langsam hinabzusteigen. Androsch klettert auf die Rampe und hangelt sich ein Stück nach unten. Unversehens rutscht er auf der frischen Blutspur der unglücklich gestürzten Orks aus. Rasch geht es nach unten. Mit einem Plumps landet er auf den Körpern der toten Orks. Zu Hilfe eilen? Klar. Nacheinander setzt ihr euch auf die Rutsche und ab geht es. Unten landet ihr auf einem Haufen toter Orks und Zwerge. Ja, das ist ja praktisch. Ach, hier haben sie auch... Wie genial ist das denn? In dem hinteren Teil des Raumes fängt plötzlich der Boden an, sich zu bewegen. Ihr schaut genauer hin und seht, dass nicht der Boden sich bewegt, sondern etwas auf dem Boden. Entsetzt schreit Valaria auf. Alles hier ist voller Spinnen! Nein, nicht Spinnen! Meine Nemesis! Ja gut, es sind kleine Spinnen. Also bitte, Valaria, entsetzt schreit sie auf? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie... Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Verlauf unseres Spiels schon viel größere, viel, viel schlimmere Spinnen gesehen haben. Und da hat sie nicht entsetzt aufgeschrien. Also, ich weiß nicht. Das sind 4 Stück. Ach, machen die Fernkampfangriffe? Okay. Ah, nee, es sind 5 Stück. Ich sehe gerade. Oder ist da eine noch dazugekommen? Das könnte auch sein. Will ich jetzt nicht verschreien. So, dann stellen wir ihn mal hier hin. Dann kann Brüder noch ein Stück nach vorne und dann haben wir die erste Spinne auch schon quasi eingegesselt. Und ich glaube, sie geht mal aus dem Weg zwecks Fernkampfangriffen. Ich glaube, so schlimm wird der Kampf ja auch gar nicht werden. Also, bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, hier unten erwartet uns nichts, was uns spontan töten könnte, wie diese eine Spinne in... Wo war das nochmal? Im Blutzinnen war das, glaube ich. Wo diese eine Spinne war, wo man... Wenn man den Trank nicht getrunken hat, dann war man so gut wie tot. Keine Chance, keine Überlebenschance. Das war's. So. Du gehst mal hier hin, dann kannst du hier nämlich schön blocken und wenn die da oben mit der Spinne fertig sind... Warum mache ich überhaupt... Ach, guck mal, da kommen... Ach nee, war hier nicht die Krux etwas anderes? Musste man hier nicht... Kommen hier nicht einfach immer mehr Spinnen? Da ist jetzt gerade auch eine erschienen. Ich meine, das wäre sowas gewesen. Irgendwas war nämlich hier unten. Die erscheinen einfach. Ich glaube, so ist das... Ich glaube, da ist gerade noch einer erschienen, oder? Nee. Wie viele Spinnen müssen wir denn hier besiegen? Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Bin ich jetzt hier in irgendeine Superfalle reingelaufen? Könnte natürlich genauso gut sein. Dann sitze ich hier und sage die ganze Zeit, ach oh, komm, die paar Spinnen, das ist doch kein Problem. Und dabei bin ich hier eigentlich in was reingelaufen, wo ich vielleicht ein Problemchen habe. Ich weiß es nicht. So, wir müssten mal hier irgendwie rauskommen aus dieser Ecke und uns nach da vorne vorkämpfen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Da
Dazu müssen wir dringend mal Ludewig wegbewegen. Ich glaube, der steht da ziemlich blockend, sinnlos herum. So. Immer sind alle anderen... Genau, beweg dich mal bitte hier hin. Damit müsstest du den Weg freimachen für alle, die da noch kommen. So, das war's mit dieser Spinne. Drei sind noch da. Jetzt ist die Frage, kommen sie wieder, kommen sie nicht wieder? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Da hinten diese Fernkampfspinne, ist die irgendwas Besonderes? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Naja, wir werden es erfahren, wenn wir gleich zu ihr hinspurten. Um sie natürlich mit einem Glas nach draußen zu bringen. Alles andere wäre doch böse. Nee, kann ich nicht. Achso, weil da wahrscheinlich irgendwer... Warte mal, kann ich die nicht irgendwie... Ja, habe ich mir doch gedacht. Wenn ich hier hingehe, kann ich sie erreichen. So. Das hast du jetzt davon. Und dann noch die Torwalerin, die dir auf den Kopf tritt. Ich glaube, das war's. Mia. Die sind alle erledigt, erklärt Andros schwer atmend. Doch er hat sich zu früh gefreut, denn aus den Netzen und Löchern in der hinteren Wand kriechen noch mehr Spinnen. Okay, das ist anscheinend ein sehr langer Kampf mit Spinnen. Aber gut, diesmal sind wir von der Aufstellung her deutlich besser. Gut, der Magier ist hinten, das ist aber auch in Ordnung. Wir müssen nur noch Ludewig nach vorne bringen. Das Gute ist, er hat ja genug Bewegungspunkte. Also insofern, wenn jetzt hier nicht noch 6 Milliarden Spinnen kommen, sehe ich hier eigentlich noch keine große Bedrohung. Aber ich frage mich gerade, wie ich hier unten wieder rauskomme. Wir sind ja hier runtergerutscht. Und das muss ja wohl anscheinend dann doch sehr, ja, wie nennt man das, sehr rutschig gewesen sein, ja? Und wie soll man dann wieder raufkommen? Wir haben oben kein Seil festgemacht oder so. Wäre ja zu sinnvoll gewesen. Hätte man ja machen können, aber nein, um Gottes Willen. Sinnvolle Aktionen bei unseren Helden kann ich mir nicht vorstellen. Ach, guck mal, da fallen die Spinnen wie die Fliegen. Das ist magisch begabt. Ach, da fallen die Spinnen wie die Fliegen. Das ist ein super Bordspiel. Da freuen sich die Fliegen. Endlich sind sie mal die Gewinner. Haben die Oberhand. Noch Mensch. Immer? Manchmal, also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Manchmal verzieht die Maus einfach und geht dann kurz vor dem Klick. Also ich habe auch schon geprüft, ob das an mir liegt. Ob ich da einfach vielleicht einfach in die falsche Richtung klicke. Aber kurz vor dem Klick bewegt sich die Maus noch so ein kleines Stück und... ich kann mir das nicht erklären. Wahrscheinlich liegt es am Mangel von Koboldhänden. Oder ich habe Koboldhände und sie sind verflucht. Ich habe natürlich keine Koboldhände. Also jetzt nicht so an mir dran. Aber auch nicht im Schrank. Das wäre mir neu. So, meine Damen und Herren Spinnen. Jetzt müsste aber ihr Ende auch gekommen sein. Jetzt ist Schicht im Schacht. Na also, endlich, meine Güte. Jetzt kommt Andros und sagt, da kommen aber noch mehr Spinnen, oh. Nee, ich glaube, das war es jetzt tatsächlich. Direkt mal speichern. Neuen Spielstand generieren. Z-Bing 2. So. Zurück zur Action. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Ring Rot. Noch ein Amulett, das den Aberglauben senkt. Oh, großer Gott. Grufei, die sind, glaube ich, ziemlich teuer. Bonbons können wir meinetwegen behalten. Kletterhaken können wir brauchen. Wahrscheinlich mir Otterfell. Schon wieder ein Otterfell. Ring Violett. Ring Grau. Da muss ich dringend mal auf dem Rückweg. Wir kommen ja an der Akademie vorbei. Schaue ich direkt mal, was der Ring zu bedeuten hat oder was der veranstaltet. Und ich glaube, den Rest nehme ich auch einfach mit zum Verkaufen, oder? Man kann hier alles so gut brauchen. Bonbons, Kletterhaken, Seil. Seil haben wir dabei. Wir haben nur keine Kletterhaken dabei. Nehmen wir die drei. Ach komm, wir nehmen einfach alles mit. Ich nehme auch die ganzen Bonbons, nehme ich auch mit und das Seil kommt auch mit und gut ist. Nichts zurücklassen. Überhaupt nichts zurücklassen. So. Aha, da geht's ja noch weiter. Da werden wir natürlich direkt mal hinschauen, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.